Bart wird nie wieder ganz sein. Freunde, ich habe wieder zu viel gefeiert, Leute, deshalb kommt dieses Video zu spät. Aber ich habe eine gute Ausrede, und zwar habe ich meinen Geburtstag nachgefeiert und es war lit. Oh. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Aber darum soll es nicht gehen. Und zwar, ihr seht es am Titel, Silvestervideo Part 3 ist angesagt. Und wow, Freunde, das ist, glaube ich, das meist erwünschteste Video von euch. Und ich habe es gedreht. Mr. Safety war leider im Urlaub. Deshalb können wir das nicht so wie gewohnt machen. Diesmal übernehme ich seinen Part und zeige euch, was man mit Silvester, Raketen, Böllern und so weiter nicht tun sollte. Und Freunde, macht das wirklich nicht. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass man sowas nicht tun sollte. Aber dafür bin ich ja da. So, kommen wir zu Punkt 1. Punkt 1 ist, zieht keine neuen Klamotten an Silvester an. Weil irgendein dummer Freund wird auf die Idee kommen, euch mit Silvesterknallern abzuschießen. Und dafür gibt's jetzt Rache. Let's go! Angst, Potter? Träum weiter. Eigentlich wollten wir Star Wars machen, aber jetzt haben wir Harry Potter gemacht. Was war das denn? Ey, das war wie so Soft-Air-Bälle. Das ist so richtig. Boom! Ey, das haben wir total unterschätzt. Das hat gezwiebelt. Oh, meine Hose auch. Ey. Junge, meine ganze Jacke ist im Arsch. Scheiße. Komm, wir holen jetzt noch eine. Das war ich fertig, Alter. Deine Jacke hat zu wenig gelitten. Und ihr seht, aus welchem Grund man das nicht machen sollte. Man, no joke, diese Jacke war neu. Alter, die ist einfach im Arsch. Ich kann es ganz selbst nicht glauben, weil ich dachte so, ja, okay, Alter. Schatz. Alter. Dies tue ich. Was ihr auf jeden Fall auch nicht tun solltet, ist, leicht entflammbare Kleidung anzuziehen. Weil die ist, wie der Name schon sagt, leicht entflammbar. Und damit ihr mal seht, was damit passiert, wenn ihr das dann aus irgendeinem Grund doch anhaben solltet, demonstrieren wir euch das mal ganz kurz. Hallo, das läuft. Bist du auch ready? Sicherheitshinweis, nur im Freien verwenden. Und was damit passiert, wenn ihr das nicht tut, zeigen wir euch jetzt. Jetzt ist vorbei, jetzt. Es ist zu spät. Oh, ich muss Zeit holen. Diese ganze Decke muss neu gestrichen werden. Mach das nicht! So sieht dann euer Bart aus. Gut, dass es nicht mehr zu Hause wurde.
durch die ganzen Videos zu Hause drehen. Na gut, aber wir haben euch gezeigt, was dann passiert, falls sowas irgendeinen dummen Grund bei euch mal zu Hause passieren sollte. Bei uns ist das echt schon sehr wahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber bei anderen Leuten, warum soll ich, warum? Ja, jetzt erstmal putzen. Letztendlich haben wir 23.06 Uhr und es wird noch immer geputzt. Das ist unglaublich, dieses Bad wird nie wieder ganz sein. Aber ja, man sieht gar nichts mehr, auch oben nicht mehr, das ist sehr gut, Alter. Wie lange bist du hier schon am Start, Hannes? Fuck, ey. Let's go, let's go, let's go. Was hier bisher bist? Was wir bisher wissen ist, was passiert, wenn wir einen Sprengkörper in einem geschlossenen Raum anzünden. Was wir allerdings nicht wissen ist, was passiert, wenn die Person noch nicht weiß, dass wir jetzt einen Böller in diesen Raum schmeißen werden. Ich höre, du gibst hier keinen Böller rein, du gibst aber Ärger, mein Freund. Das werden wir jetzt herausfinden. Ladies, ich bin Single! Hey. Scheiße, Alter. Das passiert, also ihr sprengt eure Freundin in die Luft, wenn ihr sowas macht. Also macht sowas nicht! So, meine lieben Zuschauer, damit hier auch nichts schief läuft, zeige ich euch erstmal, wie man einen Sprengkörper ordnungsgemäß anzündet. Erstmal muss man darauf achten, dass es in einer sicheren Form steht und nicht nach rechts, links, oben, unten oder sonstiges umkippt. Weil sonst führt das zu verheerenden Schaden, wenn er in die Luft geht. Des Weiteren sollten wir noch darauf achten, wie weit wir uns entfernen sollen. Und hier steht 8 Meter. Und das werden wir natürlich auch tun. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das ganze Ding hier jetzt ordnungsgemäß anzündet. Und wegrennen. 8 Meter. Was man dann aber auf gar keinen Fall tun sollte, ist, den Böller ein weiteres Mal probieren anzuzünden. It was at this moment that he knew. He fucked up. Boah! Fuck! Alter! Es ist in meiner Nase! Wow, dann kann... Boah, Alter! Dann kann genau sowas passieren, Leute! Zünde die Böller niemals danach an! Wow, boah, ich krieg meine eigenen Nasenhaare, die in mir gebrannt sind. Du Bastard. Ich hab voll reingeguckt, ey, no joke. Voll übertrieben. Pinkeln auch all eure Freunde im Stehen und ihr findet es abnormal widerlich? Dann tut doch einfach Knallerbsen unter die Klobrille. So erfahrt ihr, ob euer Freund sich hingesetzt hat oder nicht. So wie in diesem Clip. Alter! Was? Hast du dich erschreckt? Ja, mega! Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass du dich hingesetzt hast. Ich habe nicht gedacht, ich habe deine Klobrille kaputt gemacht. Ja. Leute, das war's mit dem Video. Ich lebe noch. Was ein Wunder. Sehr gut. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr sowas öfters sehen wollt. Ich hab noch den einen oder anderen Knaller. Und vielleicht kommt auch Mr. Safety wieder zurück aus dem Urlaub. Ich verlinke euch hier alle weiteren Silvester-Parts. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, sind auf jeden Fall sehenswert. Meine Lieblingsreihe meiner Videos, weil das bin halt einfach ich. Das ist meine Jugend, die ich darin verarbeite. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag bei einem neuen Video. Hoffentlich. Folgt mir einfach auf Instagram und dann kriegt ihr immer alle Updates, wenn ich nicht wieder feiern war. Macht's gut. Ciao. So, jetzt wollen wir ein bisschen Faxen noch, das Bonusmaterial. Wir haben genug jetzt von diesen Fights gegeneinander. Oh. Ach, da kommt jemand, Hannes, hinter dir, da rechts. Da. Jetzt Hannes, nicht auf die Sachen. Alles gut. Nicht auf die... Ey, meine neuen Schuhe. Boom. Ich werfe mal dieses Ding auf uns. Oh, das war knapp. Wow.
Warte mal, nicht machen. Wie viel haben wir noch? Yeah!